Wir sind für euch in Rheinfelden. Jack, Boom, Knall, Tatsch. Ah, da ist so viel Spass heute, den wir erleben dürfen. Bei mir ist der Dani. Dani, wo sind wir? Im Aurea, Rheinfelden, Kultur- und Eventlokal. Ja, eben, jetzt hast du gesagt Kultur- und Eventlokal. Okay, das Event sehe ich, aber normalerweise wird hier nicht geflippert. Vielleicht ganz kurz, was bietet ihr hier im Center den Leuten im Normalfall? Ja, wir haben zwei grosse Standbeine, Tanzen, Bartanzen und Ü-Party, plus die Comedy üben, Stand-up-Comedy, die wir haben. Dann haben wir Karaoke, wir haben Kabarett, also das ist so unser Standardprogramm, das wir haben. Aber wir sind auch offen für andere Formate, wie jetzt eben das Flipper-Turnier. Gut, dann erzähl uns etwas über das Turnier hier. Da ist nicht einfach Greti und Bleti aus der Umgebung, die hier angekommen ist. Da hat es ein paar rechte Cracks drunter. Wer haben wir empfangen? Ja, da hat es ein paar Riesen-Cracks. Also wir haben Leute aus 9 Nationen von Europa. Wir sind sogar von 3 Spielern aus Amerika besucht. Der vierfache IFPA-Flipper-Weltmeister ist hier. Ja, das ist also, was Rang und Namen hat, ist heute hier in Rheinfelden. Jetzt würde mich noch interessieren, wie funktioniert denn das? Eben, normalerweise bist du eher auf der Tanzschiene, hast Events da drin. Wie hast du jetzt das gefunden? Wer ist da auf wer zugegangen? Oder hast du plötzlich mal daheim gesagt zu deinem Schatz, hey, ich habe eine Bombenidee? Nein, das ist gar nicht von uns ausgekommen, sondern der Beat, das ist ein DJ bei uns. Der ist in der Flipper-Szene und hat gesagt, du, Danny, sind wir offen für auch ein bisschen andere Sachen. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind grundsätzlich immer offen. Um was es dann geht, hat er gesagt, ja, flippern. Zuerst ist es mal um ein Schweizer Meisterschaftsturnier gegangen. Und nachher ist dann das Internationale dazugekommen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, wir sind da. Um was geht es genau? Und so sind wir in Kontakt gekommen mit Andi, der die Kästen gestellt hat. Und jetzt sind wir da und haben das Flipper-Turnier. Andi, erzähl mir mal, woher kommen alle die formidablen Kästen, die hier oben stehen? Ich meine, ein Flipperherz schlägt natürlich höher, wenn man das sieht. Ja, die Flipperkästen kommen von Chicago, USA. Dort werden die produziert. Bis heute gibt es mehrere Firmen, die das machen. Wir haben hier schon bis zum neuesten Flippen, der erst vor einer Woche rausgekommen ist, ein Modell hier, und extra eingeflogen haben für die ganzen Pinheads hier. Wie viele Kästen hast du denn jetzt hier angebracht? Wo stehen die sonst? Sind die im Betrieb oder in einem Lager eingemottet und warten auf den Einsatz? Also einige warten auf einen Einsatz, andere sind draußen im Operating. Das heisst in Restaurants, Bars, Bowlingcenter, wenn es geht, Einkaufszentren. Also wir würden immer noch mehr Plätze suchen, dass der Flipper wieder ein bisschen populärer vor Ort wird. Ja, da helfe ich doch gerne mit, das haben wir jetzt gehört an dieser Stelle. Dann drängt sich für mich automatisch aber auch die Frage auf, ich habe vielleicht einen Flipperkasten daheim, aber er braucht eine Revision oder er hat einen Schaden. Und dann bist du der Doktor, oder wie ist das? Ja, ich habe auch schon Anfragen gehabt, ich brauche dringend einen Notarzt und ich muss meine Medieval Madness flicken. Und das haben wir dann geschafft und der Kunde war zufrieden gewesen. Du, jetzt nimmt der Andi die Kästen ja wieder mit. Meinst du, kannst du meinen abluchsen, damit deine Gäste auch in Zukunft einmal noch einen Flipper machen können? Du, lass mir überlegen, sonst sind jetzt schon ein paar auf uns zugekommen, die gesagt haben, aber mindestens einen müssen wir stehen lassen, oder? Und wir schauen, ob wir einen Platz finden, ob am Schluss wirklich noch einer stehen bleibt. Das kann ich jetzt noch nicht versprechen, aber es ist ja noch nicht Sonntag zu oben. Wann kommt man wieder, warum ins Aurea nach Rheinfelden? Nächste Wochenende, Freitag, haben wir Disco, Ü-Party und im Saal haben wir Kizomba Night, der Premiere. Am Samstag haben wir das Fricktal tanzt und Freitag, 14. April, haben wir Cabaret, historisches Cabaret mit Benedikt Meyer. Dani, ich wünsche euch weiterhin viel Vergnügen hier im Aurea in Rheinfelden, einen Ausflug wert.